Alle suchen nach dir. Was hast du gemacht? Gar nichts. Du solltest doch da bleiben. Es ging nicht. Deine Freunde sind hier überall. Hast du die Sachen? Ja. Jetzt sollten wir machen, dass wir hier wegkommen. Hey. Geh nach. Du sie streicheln? Ist okay. Ja, siehst du? Fertig. Du kannst jetzt zu ihr, wenn du willst. Kommt sie wieder in Ordnung? Ja, kommt sie. Hey. Es sind nur Kinder. Ich weiß. Was ist mit uns passiert? Vielleicht haben wir aufgehört, nach dem Licht zu suchen. Vielleicht. Ich werde mal nach dem Mädchen sehen. Okay. Owen? Ich bin's nur.
Warum bist du noch wach? Ich habe Yaras Verband gewechselt. Unglaublich, wie gut sie sich hält. Naja, Scars sind hart. Worüber streiten sie sich? Lev will nicht weg aus Seattle. Owen hat gesagt, sie können mit nach Santa Barbara. Das ist typisch Owen. Ich dachte, du hättest ihm das inzwischen ausgeredet. Eigentlich werde ich mitgehen. Aber nicht, wenn du mitkommst. Was? Ihm kannst du vielleicht was vormachen. Aber mir nicht. Ich mache niemandem was vor. Isaacs Topscar-Jägerin entdeckt plötzlich ihr Herz? Und das hat nichts mit Owen zu tun, ja? Ich habe nicht immer alles richtig gemacht. Du bist echt scheiße, Abby! Warst du schon immer. Du kannst mich mal. Du willst den Kindern was Gutes tun? Dann lass sie in Ruhe und verarsch sie nicht auch noch. Cooles Shirt. Bist du okay? Was macht der Arm? Es ist besser als heute Morgen. Hat Lev sich beruhigt? Das wird ja noch. Kannst du mir helfen, ihn zu suchen? Ziemlich sauer. Klar. Er ist da lang gerannt. Lev! Lev! Komm bitte zurück! Warum will Lev nicht nach Santa Barbara? Er sorgt sich um unsere Mom. Was sie unseretwegen mit ihr machen. Sollte er sich denn sorgen? Er muss sich jetzt auf seine eigene Sicherheit konzentrieren. Was könnte ihr passieren? Manchmal müssen Eltern für die Sünden ihre Kinder büßen. Aber unsere Mom ist tief. Gläubig. Sie wird das durchstehen. Gibt es Wege, ihr zu helfen? Er kann sie nicht zum Gehen überreden. Niemand könnte das. Mich beschäftigt mehr, was sie mit ihm anstellen könnte. Lev! Lev! Es tut mir leid! Lev, komm schon raus! Lev! Lev! Weißt du, ich frag mich, ob er die gesehen hat. Er liebt Haie. Liebt Haie und hasst das Meer, hm? Er war wirklich offen zu dir. Unsere Todesangst hat uns verbunden. Er meinte, du warst sehr mutig. Hörst du das? Lev! Okay, ist okay. Sie will nur spielen. Hey, Mädchen. Was hast du da? Sie tut dir nichts. Okay, pass auf. Hol's, Mädchen.
dass du nochmal wirfst. Okay, einmal noch. Willst du auch mal? Das wäre keine gute Idee. Sie beißt mich doch nicht, oder? Nein. Versprochen. Kann ich nochmal? Das würde ihr bestimmt gefallen. Sollten weiter nach ihm suchen. Lev! Wieso tut er das? Denkst du, er könnte eure Mom überzeugen? Wenn sie ihn so sieht, erwürgt sie ihn mit bloßen Händen. Was hat er dir erzählt? Nicht viel. Aber eure Leute, sie nannten ihn Lily. Lange Zeit habe ich nicht verstanden, warum er die Regeln anzweifelt. Die Tradition. Als er mir erzählte, was er empfindet, sagte ich ihm, er muss es für sich behalten. Ich hoffte, das legt sich wieder. Eine Zeit lang war es okay. Dann schor er sich den Kopf. Wie einer der Männer. Das war Selbstmord. Dann seid ihr weg? Ich brüllte ihn an. Ich schlug ihn. Ich war so dumm. Hey, ich hab 'ne Idee. Suchen wir was Schönes für ihn. Komm. Was meinst du, warum er es getan hat? Den Kopf rasiert, meine ich. Letzte Woche hat er seine Rolle in der Gemeinschaft bekommen. Er wollte Soldat sein, wie ich. Aber sie haben beschlossen, er wird die Frau eines der Ältesten. Es ist Tradition. Armes Kind. Wo ist Santa Barbara? Das ist in Kalifornien. Wo ist Kalifornien? Okay, also, das ist Seattle und das ist Santa Barbara. Und unsere Insel? Die ist zu klein, aber sie wäre hier oben. So weit. Ja. Gut. Hier muss es noch irgendwas geben. Nein.
gibt was Besseres als diese Shirts. Das ist süß. Siehst du, was das sich lohnt? Nein. Such weiter. Wie wär's hiermit? Das ist perfekt. Man liegt falsch, weißt du. Du bist ein guter Mensch. Du kennst mich nicht. Ich weiß genug. Abby. Kannst du aufhören, mich zu beklauen, bitte? Tut mir leid, ich wusste nicht, dass alles im Aquarium dir gehört. Na klar. Mein Aquarium? Mein Zeug. Nur ein Witz. Nimm dir, was du willst. Du nicht. Hast du Lev gesehen? Ja. Er war gerade da hinten. Kann ich mit dir reden? Ich komme nach. Sie dachte, ich meine das ernst. Ich und Kinder. Ja. Aber dich mögen sie. Also, du wirst doch mitkommen, oder? Ich kann nicht. Wieso? Du weißt wieso. Wir können das hinkriegen. Es ist zu spät. Nein, nein, ist es nicht. Ich weiß. Es ist ein ziemliches Chaos. Ich weiß. Aber wir könnten glücklich sein. Abby. Wir dürfen glücklich sein. Hast du das gehört? Er will zu ihr. Zu wem? Seiner Mom. Sie wird ihn umbringen, Abby. Ist das Boot fertig? Noch nicht. Wie lange brauchst du noch? Ein paar Stunden. Fuck. Wir halten ihn auf. Wir nehmen ein Boot aus dem Yachthafen. Hey, sie ist frisch operiert. Mir geht's gut. Nur sie kann ihn finden. Ich komme mit. Owen? Sie wollen auf die Insel. Ja, eben. Ich lass sie nicht allein gehen. Doch, das tust du. Ich kann helfen. Ja, indem du das verdammte Boot klar machst. Setz Prioritäten. Ja, gehen wir. Da ist der Yachthafen. Wie geht's dir? Alles gut.